Hallo bei Bauingenieur TV. Die A43, das ist die wahre Lebensader des Reviers. Da sie ein täglicher fester Programmpunkt der Verkehrsmeldung ist, wird sie zurzeit auf 6 Spuren ausgebaut. Das gesamte Projekt reicht von der Ausfahrt Malsinsen bis nach Wittenheven und hat eine Gesamtlänge von über 20 Kilometern. Es ist in 7 Teilabschnitte unterteilt. In diesem Video schauen wir uns den Abschnitt von Recklinghausen-Herden bis Rhein-Herne-Kanal einmal genauer an. Hier sind auf der Teilstrecke von Recklinghausen-Herden bis zum Autobahnkreuz Recklinghausen die Arbeiten fast abgeschlossen. Die Freigabe soll noch im Sommer 2020 erfolgen. An der Ausfahrt Recklinghausen-Herden wurde nur das Brückenbauwerk einer Spur erneuert. Wie man sieht, ist der Erdbau fast abgeschlossen. Unter Einsatz von Geotextil und Kalksteinschotter hat man bereits mit dem Herstellen des Straßenoberbaus begonnen. Außerdem wurde der Lärmschutz durch neue Schallschutzwände verbessert. Hier laufen noch die Arbeiten am Unterbau der neuen Auffahrt von der Herthener Straße auf die A43 in Richtung Wuppertal. Nun befinden wir uns im Bereich der Wiesenstraße. Keine Baumaßnahme ohne Wasserbau. Parallel zur Wiesenstraße, deren Unterquerung unter der A43 als einfaches Betonbauwerk verwirklicht wurde, verläuft der Breuskes-Mühlenbach. Der Breuskes-Mühlenbach entspringt auf dem Vestischen Höhenrücken nahe des Westerholder Weges und mündet auf Höhe Hohenhorster Weg in den Hellbach. Das Bachbett wurde naturnah hergestellt. Die Unterquerung der A43 erfolgt durch ein Thyssenprofil. Nun folgt der anspruchsvollste Abschnitt. Hier mussten auf einer kurzen Strecke 4 Brückenbauwerke verwirklicht werden. Für die Überquerung der Riedstraße reichte noch ein einfaches Betonbauwerk aus. Für die Überquerung der Friedrich-Ebert-Straße war jedoch eine zweizügige Stahlträgerbrücke nötig. Die schauen wir uns nun einmal näher an. Die trapezförmigen Stahlträger wurden einzeln geliefert. Die unterste Betonschicht wurde auf der Baustelle in Ortbetonbauweise hergestellt. Dann wurden die Träger während wochenendlicher Vollsperrungen in die vorbereiteten Widerlager eingehoben. In Fahrtrichtung Münster erfolgte dies im Jahr 2018, die Gegenrichtung war im darauffolgenden Jahr dran. Nachdem die Träger in Position lagen, konnten sie durch Aufbetonieren der eigentlichen Fahrbahn und durch das Anbringen der Unterzüge verbunden werden. Erst nach dem Betonieren setzten sich die als Bogen vorgespannten Träger in ihre waagerechte Endlage. Durch die Vergrößerung des Brückenbauwerks Friedrich-Ebert-Straße ist nun kein extra Bauwerk mehr für den Radweg Zechenbahntrasse nötig. Nun wenden wir uns der Brücke über die Straße zum Wetterschacht und die Hamm-Osterfelder Eisenbahn zu. Auch hier handelt es sich um eine Stahlträgerbrücke, diesmal in einzügiger Ausführung. Über diesen Teil der Hamm-Osterfelder Bahn werden in Zukunft die Züge der S9 von Bottrop nach Recklinghausen Hauptbahnhof fahren. Ein interessantes Detail sind die Plexiglasplatten, durch welche die Brückenauflager vor Schmutz geschützt werden.
Ab hier wurden bereits Asphaltarbeiten ausgeführt. Die Straße am Stadion wird wiederum durch eine einfache Betonbrücke überquert. Bei den letzten zwei Bauwerken auf unserer Reise handelt es sich um reine Fußgänger- bzw. Radfahrerbrücken. Als Verbindung zwischen Forststraße und Kleinhännerstraße wurde diese attraktive Variation einer Stabbogenbrücke gebaut. Diese wurde auf der Wiese hinten rechts vormontiert und dann mit Kränen eingehoben. Seit Ende 2019 kann sie genutzt werden. Blickt man von der Fußgängerbrücke, so sieht man die abgeschlossenen Asphaltarbeiten. Sogar die Verschleißschicht wurde bereits aufgetragen. Jetzt fehlen nur noch Straßenmarkierungen und Leitplanken. Zuletzt kommen wir zur Brücke am Leiterchen. Als erste Brücke des Gesamtprojektes wurde sie bereits im Oktober 2015 fertiggestellt und dem Verkehr übergeben. Hier befinden wir uns jetzt auch schon im Teilabschnitt Autobahnkreuz Recklinghausen, welches eigentlich schon fertiggestellt ist. Trotz des sechsspurigen Ausbaus wird der Verkehr hier immer noch in vier Spuren geführt. Am Kreuz Recklinghausen waren die Arbeiten bereits im Herbst 2019 abgeschlossen worden. Das war es für heute von Bauingenieur TV. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!